an. Das ist ja gar nicht so einfach. Du musst dich schon ein bisschen drücken, dass du herabkommst. So, von da unten. Das war eine gute Idee von dir. Ja. Also so ähnlich auch wie die, wir waren im Urlaub auch in den Alpen, da sei ja auch so Steige, Alpensteige vom Alpenverein gemacht, dann auch so interessant. Ja. Wenn es dann mal für Stier aus, da von Burbach und euch aus dem Weg kommt. Ja, wir versuchen das mal. Gar schwierig sei, aber da ist ja eigentlich die Haier aus da auch verstehen. Die Haier ist ja meinst du? Jetzt habe ich das schon ganz falsch sagen. Wir sind schon lange genug Haier. Ja. Ich sei 35 Jahre, jetzt okay, aber. Bei mir sind da schon 33. Ja, gut. Gucken wir mal. Ja. Aber wir sind jetzt hier ist ja jetzt der Turm. Ja. Ja. Das ist schon schieder, dass damals hier gekommen ist. Ja, ich habe gelesen, da gab es den Eduard Schumacher. Ne? Schumacher ist Schumacher. Der kam irgendwo vom Niederrhein da oben. Genau. War ein Tuchhändler. Ja. Und dem gefiel der sogar. Ja, der kommt, wenn der nach Frankfurt wohl auf die Messe, kommt der hier vorbei und da gefiel ihm sogar. Ja, und da stand auch in der Beschreibung, der ist wohl immer hier oben hingekommen. Kasse hier so weit gucken, na, im Moment nicht, da muss man noch auf den Turm raufgehen, dass man auch mal ein bisschen noch mal selber da runter gucken kann. Die Luft war auch sehr gut für die Bronchien und für alles. Ja, zu der Zeit gewusst noch, ob das heute noch, ob der das auch heute noch so sieht wird, das muss man auch bezweifeln. Ne? Ja, und wie der da stirbt, du hast 3 Jahre später einen Turm gebaut. Mhm. Ja, der hat ja anscheinend das Geld dafür. Ja, jetzt sind wir hier schon vor Haie rauf, jetzt tun wir da auch mal hier rauf. Ne? Ja, kommen wir. Ja, muss ja auch lange nicht mehr hier werden. Hier oben gucken wir jetzt, glaube ich, auf den Roterberg heißt er. Der heißt Komm. Roter Steig. Ja, der wird anders. Ja. Und auf der Westerwald auch. Das ist Richtung Westerwald natürlich jetzt. Ja. Ich kann bis bald auf 50.000. Ja, das sei natürlich jetzt noch ein paar Bäumen. Ja, die müssen sich weglegen. Ja. Ja, aber hey, interessant ist natürlich die Schau hier, ich gilt da rein. Aber heute ist natürlich, hey, Reh und Nibbel, da kannst du nicht viel sehen. Das wird riesig. Ja, wenn man sich hier so beguckt, das sieht natürlich ein bisschen anders aus wie vor 150 Jahren. Ne? Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, die Autobahn die war auch noch nicht da. Nee, und so ein Industriegebiet auch nicht. Ja, nur. Ich meine, sonst kannst du, hey, wenn du da oben runter guckst, ja bis zur Tiefenroter Höhe da haben rüber in Dilltal. Ich gucke jetzt zwischen dem Katzenberg und dem Hausberg durch. In Allendorf bleibt ja auch noch. Allendorf. Die Eisenbahn, die kommt aber schon. Habe ich jetzt auch gelernt. Aber nur die aus dem Hegelgrund, aus Betzdorf aus. Von Betzdorf aus und dann nehme ich mal aus der auch Düsseldorf, Köln, Betzdorf. Ja. Und da ist der auch schon beim Zug hergekommen. Er ist ja auch schon aus dem Strehendorf gekommen, wo ich her sei. Ja. Und da hat er halt, hey, das hat ihm gefallen. Mhm. Und er war da unterwegs, die Haie. Ja, der Eduard Schumachers, der war einige Jahre wohl immer wieder mal in Haiger. Trotzdem habe ich gelesen, er lebte von 1832 bis 1880. Ja, ist also nur 48 Jahre alt geworden. Ja, da fällt mir trotzdem jetzt der Psalm ein. Dazu der Psalm 90, der sich auch mit dem Leben der Menschen beschäftigt, die wir unterwegs sind auf unserem Lebensweg. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm,
dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, wo muss ich mal das nächste Mal hier raufkommen? Ja, du bist einer, ja. Ja, denke ich auch. Ja, ja, ja.